So, wir haben Brand mit, ne? Brand ist eigentlich immer ganz gut gegen Yasuo. Aber, okay, wir haben Karma Top Lane. Wir haben ganz guten Engage, also Gragas Malphite Ultimate haben wir auf jeden Fall. Da ist der. Schauen, ob er gleich seinen Spell rauswirft. Also raus, dann können wir ihn jetzt engagen. Nice, ich habe sogar nochmal gekrittet. Das war gut lucky. Gut, gut. Nicht so gut. No, der hätte treffen müssen. Der kann mich jetzt halt theoretisch töten, ne? Jetzt sind wir in einer doofen Position hier. Ich glaube, den Minion muss ich aufgeben, obwohl. Noch. Wenn er die jetzt in Tower zieht, ist perfekt. Nice, sehr gut. Das Bild ist raus. Interessant. Das heißt, dadurch, dass der Gragas jetzt XP mit mir geschert hat, habe ich jetzt Probleme, Level 5 zu kommen. Aber es kann sein, dass ich ein Level kurz vor Level 5 stacke. Mit der Wave. Hier für den Gegner. Alle tot. Jede Lane. Oh no. Oh no. Aua. So. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz basen. Okay, so vielleicht nicht. Level 5 Evelynn, ey. Holy moly. Level, aber Evelynn hat Ultimate raus. Perfekt. Ich kann auch da bleiben, theoretisch. Oh, man liebt es. So. Dann gehen wir jetzt basen. Ja, es war eine knappe Sache, ey. Der Flash hat es dann noch irgendwie gerettet, ne? Der Gegner ist ziemlich AP-heavy, ne? Theoretisch könnte ich bauen. Ich könnte Maw bauen, ich könnte Wits End bauen. Also drei AP Dev Items wären eigentlich schon interessant. Könnte man sich überlegen, ob man das macht vielleicht. Aua. Wo bin ich tot hier? Ich hätte mein Dash ist nicht. Ich hätte dashen müssen aus der W. Mein Dash ist nicht durchgegangen. Ihr habt's gesehen, oder? Mein Dash ist nicht durchgegangen. Ich wollte gerade dashen nach rechts rüber. Und dann hat er den irgendwie gecancelt. Oh no. Das wäre der Kill gewesen. Das wäre der Kill gewesen, Leute. So, wir brauchen noch 230 Gold. Ich werde mal schauen, ob ich irgendwas machen kann hier oben. Oh, das ist fast dead. Ich bin leider kein. Oh, schön das Snare. Nice gemacht. Good job. Sehr, sehr gut. Da ist der Brando. So, dann werde ich jetzt mein Solaris holen. Der Brand geht hoch. Okay, der Malphite ist mitgekommen für den Drake. Das ist.
schwierig. Das Karma kriegt jetzt richtig viel Kohle da unten. Na gut, dann müssen wir den jetzt auch kriegen. Nice. Good job, Leute. Sehr, sehr guter Smite an der Stelle. Das ist halt die Problematik, ne? Der Malphite ist mitgekommen für den Drake. Die Karma kriegt den First Turm dadurch und der Gegner hat dadurch alle Objectives gekriegt. Ne? So, Brand hat kein Mana. Theoretisch könnte ich versuchen, die Mitte jetzt richtig hart zu drücken und nochmal versuchen, Toplane zu holen. Das könnte gehen. Ist Evelyn. Boah, der hat so viel Gold, ne? Also unser Jungler ist halt so behind, genau wie Toplaner. Der halt auch gegangen ist. Einer hat gefehlt, ein Autotick. Goodbye. Das war die Lux. Ulti? Und raus. Wir müssen auch gleich nochmal basen. Ich habe so viel Gold hier. Evelyn ist auch top, ne? Das wird ein 3 gegen 4. Don't do it. So, dann gehen wir mal auf den hier. Und dann gehen wir in die Mitte. Oh, guter Laser. Nein, oh mein Gott, ich habe aus Versehen einen Tower-Shot fast noch gegessen. Uff, das war ja so knapp. Ihr habt das Tower-Geräusch gehört, und ich ding. Brand ist gut, ja, aber der Brand kann eigentlich nichts klauen, wenn du einen Smite hast, ne? Also der Brand dort macht nicht mehr Damage als 600, 700 Smite-Damage beim ersten Drake. Das war einfach nur gemissklickt oder so. Oder einfach nicht gesmited. Eins von beiden. 5 Sekunden Ultimate. Okay, ich sollte Ultimate. So, und jetzt werde ich mir direkt den da holen. Die Schuhe. Dann werde ich mir Infinity Head holen, dann baue ich mir AP Death Items noch mehr. Oh ne, wir haben wieder Aram jetzt, ne? Hm. Okay. Bitte kein Aram, Leute. Bitte nicht. Okay, Brand. Gragas Ulti ist raus.
Die sind alle so low, ne? Holy Macaroni, sind die alle low. Holt ihn euch! Ah, ich habe einen Herald gekriegt, lustigerweise. Lustigerweise habe ich den Herald. Oh mein Gott. Oh, wie knapp. Wo mache ich den Herald hin? Ich glaube, ich hole mir einfach den Midlane-Turm damit jetzt. Boah, waren die alle low. Hätte ich da ein Static Shift gehabt oder so, hätte ich, glaube ich, mit einem Blitz sie alle töten können. Wer der sofort hinrennen. Nein, du darfst jetzt nicht basen, Jhin, auch wenn du wenig AP hast. Wir haben Gragas Ulti auf jeden Fall. Ich werde jetzt Herald Mitte placen. Kurz mal. Okay, mal schauen, ob wir diesmal einen Smite kriegen hier. Ja, wir bekommen. Und mein Herald hat Mitte guten Job gemacht. Sogar noch einen zweiten Charge. Malph hat Ulti, 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 Ulti. Irgendwas, egal was. Ulti, Ulti, Ulti. Ulti, Ulti. Ist hier nicht der Lucian oben gewesen? Warte mal, das ist eine... Aliak AD-Karma irgendwie. Mit Gunblade. Ah, da gehst du jetzt aber rein, okay. Der hat kein Ultimate mehr, der. Go, Drugs! Dead. Nice, sehr, sehr guter Sniper. Dann machen wir mal so. Ich glaube, ich hole mir Infinity Edge, ne? Denke schon. 2-4. Ich brauche noch 200 Gold. So. Ich nehme die auch noch mit. Dann nehmen wir Infinity Edge und dann bauen wir. Mal sehen. Warte mal, wir wollen Infinity Edge kaufen und dann bauen wir. Entweder Force of Nature. Ich glaube, wir bauen Force of Nature. Das gibt halt auch noch ein bisschen Movement Speed. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Force of Nature ist hier der Play. Toplane müsste ich theoretisch kurz gehen. Zum Auspushen. Unser Supporter ist gefangen. Die hat aber Ultimate raus, die Evelyn. Können wir holen. Und theoretisch. Schnell raus. Oh, das ADC, der ist noch im Tower. Oh, ich glaube, wir sind alle dead, ne? Wir müssen Toplane deffen gehen, ganz schnell. Vielleicht bleibt er hier. Nein! Okay, dann pushen wir hier auf. Wir verlieren gerade Toplane-Turm immer noch, ne? Ich glaube, das wird nicht realisiert, leider. Dann werde ich mal Toplane rennen jetzt. Ich hätte irgendwie predikten müssen, dass er rüberflasht und dann schon vorher hingehen. Also von oben ihn dann angreifen, direkt mitlaufen. Mein Flash ist nämlich eigentlich relativ viel wert hier. Ich glaube sogar mehr wert als seiner.
Ja, dieses Aram ist nicht so gut für uns, glaube ich. Okay. Das war der Flash, den wir eben genommen haben. Kurz den Farm nehmen? Nee. Ich würde das gehen, ne? Weil wir haben gleich den Drake. Wenn wir jetzt so sauber spielen, können wir theoretisch uns jetzt schon beim Drake positionieren, sag ich mal. Und bei Malphite. Na, das ist halt das Ding, ne? Du kannst da nicht gegen vier Leute den Midlane-Turm pushen. Wir hätten den. Jetzt wären wir halt beim Drake gewesen, ne? Und könnten da jetzt sauber fighten, ohne den Brand. Und jetzt wird es leider ein 4 gegen 5 wahrscheinlich. Tipps für Anfänger wie dich? Ganz viel spielen. Alle Helden mal ausprobieren. Na, wir haben ihn auch so bekommen, sehr gut. So, dann hätte ich Force of Nature. Das Beste ist einfach nur zu spielen, ehrlich gesagt, erstmal. Also wenn du ganz frisch bist. Nicht so viele Gedanken machen, einfach ein bisschen reinspielen. So, nehme ich gerade den Angel, glaube ich, Last Item. Gerade den Angel und Sonja, also wenn ich in dem AoE da gut überleben kann. Evelyn hat Ultimate jetzt raus, ne? Kragas ist einfach reingegangen. Sehr gut. Da. Und Mitte können wir aber wieder nicht pushen. Wir müssen uns eher um die Sidelines kümmern, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir die pushen können. Und wir machen jetzt einen Baron, ja. Eins von beiden. Genau, wenn du die Items-Probleme hast, guck dir erstmal die Top-Builds an. Es gibt in-game so eine Rangliste, wo jeder Champion das Top-Build drin hat. Da würde ich mich erstmal orientieren. Du guckst so, was die obersten Leute gebaut haben und dann baust du was ähnliches. Ja. Und wenn einer irgendwie was ganz anderes hat als die anderen, dann würde ich nicht das bauen, was der eine hat, wie die anderen. Ich würde immer so gucken, was die meisten bauen von den Leuten, dann würde ich erstmal das nachbauen. Und irgendwann kommt das dann von selbst. Ja, Chat immer ausmachen. Das stimmt. Okay. Das habe ich geendet, Leute. Ich habe meinen Igner nicht benutzt. Aber er hat weggesniped. Da habe ich gerade den Baron-Buff ein bisschen geendet. Aber der Jhin hat das gut gesniped. Und ich habe halt nicht geignited, ne? Muss man sagen. So, das sieht auch gut aus hier. Beide Tower weg. Ist das ein Finish? Nee, ne? Ich meine, Gegner noch drei Leute. Schöne Ultimate von Karma. Die Karma macht halt kein Damage mit dem Bild. Ich habe keine Ahnung, was die da baut. Die baut Gunblade und Nashor's Zahn. Das ist halt irgendwie wack, muss ich sagen. Das ist kein gutes Bild, glaube ich. Also, ich weiß nicht, was da die Idee hinter ist, ehrlich gesagt. Oh, oh, der hat doch Ultimate, ne? Oh, sein Ultimate ist daneben. RIP. Oh. Der ist weg. Das wird jetzt ein Problem, ne? Wir haben zwei Tanks down und der Elder Drake kommt. Das könnte ein dickes Problem werden hier. Hallo, Flex. Bei mir ist alles super, ja. Danke, danke. Das könnte ein dickes Problem werden, Leute. Ich werde jetzt trotzdem reingehen. Der Gegner hat kein Alistar.
So. Mal den hier einstecken. Mit Gragas mit Teleport oder sowas. Da ist Evelyn. Okay, Evelyn haben wir Vision drauf. Sehr gut. Den kriegen wir, ne? Ja. Elder Drake bekommen. Guardian Angel ist jetzt auch bald fertig. 600 Gold noch. Das Game wird gerade härter, als es hätte sein müssen, ne? Muss man sagen. Die müssen da weg, Leute. Leute, die Base. Warum hampeln die da in der Mitte rum, beide? Der Gragas, der Jhin hampeln da in der Mitte rum. Was macht ihr da? Da könnt ihr doch nichts pushen. Oh. Boah. Okay, unser Jungler ist leider dead. Boah, Leute. Manchmal ist es ein Uff, ne? Manchmal ist es ein richtig dickes Uff. So, ich muss jetzt eigentlich nochmal kurz basen für meinen Guardian Angel, weil ich glaube, hier können wir so nichts machen, ne? Tut es nicht! Bitte, wenn ihr jetzt da stirbt, haben wir das Game verloren. Don't do it. Don't do it. Wir müssen Toplane auspushen. Wir müssen auf Gragas warten. Okay, Lux hat keinen Flash. Die sind beide dead. Ja. Lux hat den Flash leider schon raus gehabt, ne? Hier ist hinter dem Lucian hinterher geflasht. Malphite ist auch dead. Der ist auch komplett overextended. Ich werde weiter Toplane-Druck machen. Ich mal sehen, ob dann jemand herkommt. Das könnte uns helfen. Ich hoffe nicht, dass sie fighten. Don't fight, don't fight, don't fight. Ich push durch. Nein. Er ist nicht dead. Oh oh. Nein, der Malphite-Dings hat mich cancelled. Oh. No. Oh, oh, die Evelyn, die Evelyn, die Evelyn, die Evelyn, die Evelyn. Wir holen uns Sterax. Ganz ehrlich, ich kaufe mir jetzt mal Schaden. Vorbei hier. Death Stance. Oh, no, und AD Carry ist in Mitte gecatcht. Das wird noch so richtig geiles Endgame Clown Fiesta, wisst ihr, was ich meine? Das war ja so Gaming, ja. True. Das wird noch so ein richtig geiles Endgame Clown Fiesta, ja. Ich hole mir jetzt. Warte mal. Was ich jetzt machen werde. Ich mache jetzt so. Machen wir so und machen so. Wir gehen jetzt auf Full Damage. Ich habe jetzt noch ein zweites Damage-Item, noch ein Blood-Durster gekauft. Das macht jetzt offensichtlich wenig Sinn, weil ich mir jetzt irgendwie mehr als 100% Crit hätte. Ich habe jetzt 150 oder so gebaut. Ja. Ich habe die Knöpfe nicht doll genug gedrückt. True. Evelyn ist dead. Wenn jetzt alle herkommen, haben wir den. For free. Ich mache ihn alleine. Dauert zwar ein bisschen, aber hallo. Wollt ihr herkommen? Evelyn ist dead, ne? Wir können jetzt einfach herkommen und einen Elder machen, wenn ihr wollt.
Sehr gut. Legende. Jetzt machen wir noch einen Baron, bitte, okay? Wir machen jetzt einfach alles. Wir machen einfach alles jetzt. So, jetzt haben wir alles gemacht. Und jetzt sollten wir eigentlich finishen können, I guess. Eigentlich sollten wir jetzt finishen können. Die super, super creepen, dann ist das Game over. Was ein Clown-Fiesta, ey. Ich hatte selten, glaube ich, so ein Late-Game-Clown-Fiesta wie dieses Game. Oh. Warte, ein Clown-Fiesta. GG's.